Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Wir haben das letzte Mal uns um Hühner gekümmert und um das Glas, also die Fenster von unserem Haus dort hinten. Und heute möchten wir noch auf eine kleine Reise gehen, um die Kühe zu schlachten, die hinter dem Berg sind. Und werden dann die Sachen von unten ins Haus transferieren. So, dann haben wir endlich mal ein schönes erstes Zimmer. Das Haus wird natürlich noch viel größer, aber das geht einfach noch einige Zeit und Rohstoffe haben wir auch noch nicht so viel. Ja, ich möchte eben ein paar wichtige Sachen noch vorziehen. Und dann macht das Hausbau natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man die Sachen hat, so ein bisschen herumprobieren kann mit neuen Sachen und so weiter. Oh, ein Roguelike Dungeon. Cool. Ich finde es toll, dass es nicht nur ein oder zwei solche Löcher sind, dass da echt viel noch dazugekommen sind. Also Häuser sind dazugekommen, Türme sind dazugekommen, alles Mögliche, seitdem ich das letzte Mal den Roguelike Dungeon genutzt habe. Es sind immer so runde Türme, richtig rund. Waren es dicke Türme, wo oben noch ein bisschen dicker werden. Schön viel Platz zur Verfügung ist. Oh, da haben wir rosa Bäume. Hier haben wir überall Kühe, so geil. Da brauche ich fast keine Zucht, aber ich möchte schon Fleisch verwenden. Weil Fleisch sehr nährhaft ist. Und dafür habe ich auch den Mod mit der Hungerleiste rausgemacht. Der gefällt mir einfach nicht so gut. Und zeigt auch immer an, wie viel wir essen können und so. Das ist schon positiv, aber eben gefällt mir nicht. Sollte schöner sein. So. Hier haben wir einen Sumpf. Haben wir hier auch Schleime. Hier in der Nacht dann. Zucchini. Ja, Bienenzucht können wir dann auch mal bald machen. Ein Herbgarten. Oh, Knoblauch. Himbeerrote Hundsrute. Gemeine Schwefelsporling. Ja, Schafe könnten wir gebrauchen für ein Bett. Zweites, also ein Reisebett. Okay, da unterirdisch sind Zombies. Ich bin gerade am Konzentrieren, dass ich nichts verpasse bei so vielen Details. Ja. Gibt's nichts zum Mitnehmen? Hier haben wir noch ein paar Bären. Ah, hier haben wir so einen tropischen Garten. Und, das sind... Oh, jetzt leckt es gerade im Moment. Gut. Das ist nur manchmal Fehler, also so lang anhaltende Junk-Loadings sind. So, da haben wir... was ist das? Abkabok-Tuft wieder. Tropenbaumsetzling. Ja, die Hälse nehmen wir mal mit. So, ein Pilz noch. Und sonst. Das könnten wir eigentlich alles noch gebrauchen. Fäden könnte ich noch mitnehmen. Ja, brauchen wir auch nicht mehr so. Nö.
Ich meine nicht mit. Da haben wir auch wieder einen Roguelike Dungeon. Hier haben wir Matt. Und einen Fruchtbaum. Orangenbaum. Die will ich mitnehmen, wenn sie reif sind. Jetzt muss ich auch nicht mehr nehmen. Ja, sind noch nicht reif. Ja, die müssen auch orange werden. Hier haben wir wieder die Muskatnuss. Das müssen wir markieren. Vielleicht sind sie dann. Orange. Baum. So. Weil die brauchen manchmal 4, 5 Tage zum Reifen. So lange möchte ich da nicht. Oh, Mantarochen. Cool. Nicht warten. Da ist der Spawn. Wir müssen noch markieren, das zu Hause. Das habe ich gar noch nicht gemacht. Ich wollte immer warten, bis ich oberflächig ein Haus habe. Aber es wäre gut, weil wir dann auch schnell nach Hause finden. Also nach Hause finden werden wir sowieso. Auch wegen dem Spawn. Wegen der Spawn-Markierung. Aber ja, dann nicht genau. Ja, vielleicht ein bisschen länger brauchen dann, bis es Nacht wird und so. Bis wir zu Hause sind. Aber wir sind jetzt mal voll. Hier haben wir auch Muskatnuss. Können wir die mitnehmen? Ja, die können wir mitnehmen. Also die roten können wir mitnehmen. So. Wir machen eine riesige Baumfarm mit jeden Früchten. Mit allen Früchten. Avocados haben wir auch. Super. Sehr schöner Wald hier. Tulpen. Ja, da ist es. Cool. Dann können wir uns um die Schafe. Aber ja, zuerst können wir noch uns um die Einrichtung ins Haus. So. Oh, wir haben ein paar Eier. Können wir die noch mitnehmen? Nein. Also gehen wir noch kurz schlafen, legen das Zeugs rein. Alles Mögliche. So. Schlafen können wir noch nicht. Legen wir das Zeugs rein. So. Das Leder können wir auch noch reinlassen. Die Schere nehmen wir mit. Soll ich mitnehmen? Aber haben wir noch genug Ding? Wolle. Nein, wir haben keine Wolle mehr. Mist. Na gut. Fleisch wollte ich braten. So. Da haben wir noch einen Tropenbaumsetzling. Schauen wir mal noch kurz. Nehmen wir die Weizenkörner mit. Und haben wir Setzlinge? Ja. Dann nehmen wir 2 Nutmegs mit und 2 Avocados. So. Und die können wir wieder reinlegen. Können wir die anpflanzen? Pineapple ist ja nur eine Strauchfrucht. Ananas sind nur so Sträucher im Real Life. Können wir keinen Baum herstellen? Die waren ja auch in den Tropical Garden. Und gut. Also, ich möchte gerne die Früchte ungefähr hier anpflanzen.
So und so. Und die hier können wir hier und hier anpflanzen. Nein, hier. So. Dann haben wir die schön in einem Pferd angepflanzt. Ah ja, die Sachen holen. Stimmt, stimmt. Gut, Sachen. Oh. Schon wieder bald Zeit. Also, Peine möchte ich anpflanzen, genau. Wir müssen die Sachen holen, das Bett, die Öfen. So, und die Kiste müssen wir dann noch holen, wenn wir Platz im Inventar haben. So, hopp, hopp. So, das Bett, das mache ich hier. So. Die Öfen mache ich hier. Und die Workbench mache ich neben dran. Nicht in die Ecke, das ist. Oh, wir haben mehrere. So. Also dann mal Fleisch weiterbraten. Und hier können wir noch. Also nicht so schöner Stein, sonst hätte ich den Stein noch braten können. Ich mache mal alles Zeugs dort rein, außer zum Beispiel. Außer das Schwert, wenn wir also angegriffen werden. So. Dann haben wir das andere Zeugs aus der Truhe. So. Dann können wir es gleich mal auch recht, richtig rein tun. Müssen halt Kisten machen. So, jetzt haben wir auch Fleisch zum Essen. Ah, das Fleisch habe ich dort. Stimmt. Ah, man legt immer wieder Sachen irgendwie falsch ins Inventar oder wieder raus. So, ja, wir haben keine Truhen. Machen wir aus Tropenholz Truhen. So. Und zwar, wo wäre besten Essenstruhe? Machen wir die zur Essenstruhe. Und hier, Sachen für zum Beispiel Schmelzen. Müssen noch mehr Holz nehmen. So. Und jetzt machen wir hier mal so holziges Zeug. So. Und Mobblut. Also alles Grünes mal hier rein. Leder, ja. Okay, auch Leder. Glas hier hin. Und auch Holz. Sodele. Eier essen noch kurz. Sonst können wir nicht rennen. Fleisch. So, das ist natürlich auch wichtig. Ah, endlich mal wieder drei gleich mal regenerieren, also Hungerbalken auffüllen. Das ist viel, viel praktisch. Ich mag es nicht, die ganze Zeit essen zu müssen, mit kleinen Mengen. Das ist überhaupt nicht so mein Stil. Ich mag sowieso das Essenssystem nicht. Aber das ist halt Survival. Beziehungsweise wollte es noch schon immer so. Und, ja, da können wir nichts dafür. Ich hätte es gerne ein bisschen actionlastiger.
bisschen weniger um nervige Sachen kümmern, dafür ein bisschen mehr schneller, vor allem ein schnelleres System. Es geht immer, wie kennen. Jetzt sind wir schon 13, 14 Parts sind wir schon am Vorbereiten fürs Haus. Also ja, Haus haben wir schon ein bisschen jetzt gebaut, aber dass wir so viel so lange brauchen, sozusagen. So. Es ist schön. Es ist nicht langweilig. Vor allem für mich nicht. Aber es ist halt, naja, langwierig. Es macht sozusagen keinen Spaß. So, dann haben wir noch was. Man will immer, ja, schon viel weiter sein, sozusagen. Man weiß, ja, es wird die Zeit kommen, in der es richtig viel Spaß macht. Aber das Ganze eben Sachen schnell holen, das ist so das, was sich halt auch immer wieder wiederholt. In jeder neuen Welt oder wenn man irgendwo außerhalb ist oder so und dann neue Sachen braucht, weil man sie eben gerade nicht zur Verfügung hat, ist dann ja, ist es halt so ein bisschen das Langlebige. So. Also ich möchte noch das Buschzeugs rausnehmen. Also so buschig ist. So. Das. Blumen. Haben wir noch irgendwas so? Nein, Blätter nicht. Baumwolle, Kotten. Tabuktuft und das hier hin tun. So. Gut. Dann hier noch die Sachen rein. Die zwei da rein. Papier. Auch hier rein. Ja, zu den Büchern. Stimmt. Apfel. Und die zwei hier hin, dann noch rausnehmen. So. Also ich rede ja jetzt von 6 Jahren Minecraft, dass ich schon ohne große Ruhezeiten, also wo ich nicht gespielt habe, spiele und da die ganze Zeit immer wieder ums Essen kümmern erstmal und dann ums Verzaubern. Das ist vor allem, das ist mir so langweilig geworden, weil ich genau weiß, oh, das geht wieder lang, bis man die optimale Verzauberung hat und alles Mögliche. Schon nicht so gut. Ich hätte lieber schon ein cooles Schwert so finden oder so. Dass ich ein Schwert finde. Und nicht dann nach der Spitzhacke dann das Schwert noch verzaubern muss, bis ich endlich dann gute Rüstung habe. Und so weiter. Cool, die zwei Bäume haben recht viele Früchte. So. Also, wir sammeln jetzt Holz. Für die Zäune und umzäunen dann die Tiere, also die Schafe. So. Ja, das müssen wir auf den nächsten Part verschieben. Der Part wird hier sonst zu lange. Ja, war ein schöner Part. Dann auf in den nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bye.
Da kann ich nicht schlafen, ey. Auf Wiedersehen.